Immer wieder gibt es in Österreich Menschen, die meinen, dass Rechtsextremismus und Faschismus nur ein historisches Relikt sind. Aber immer wieder kommt es vor, dass Migrantinnen und Migranten und linke Jugendliche von Neonazis angegriffen werden. Und immer wieder kommt es vor, dass die Freiheitliche Partei mit rechtsextremen und rassistischen Sprüchen auffällt. Und immer öfter kommt es sogar vor, dass Neonazis und Rechtsextreme auf die Straße marschieren und den öffentlichen Platz einnehmen wollen. Da sind wir, Sozialistische Jugend, zusammen mit vielen anderen Organisationen in Österreich gefordert, das nicht zuzulassen. Denn wenn die Rechten auf die Straßen gehen, dann sind wir gefordert, dass wir ein deutliches Gegenzeichen setzen. Deshalb rufen wir im Bündnis Lichter gegen Rechts dazu auf, sich am 30. April beim Lichterzug gegen Rechts zu beteiligen, denn ganz Europa und ganz Österreich schaut auf die europäische Kulturhauptstadt. Und wir dürfen nicht zulassen, dass die Rechten wieder ungehindert auf der Straße marschieren. Deshalb hoffe ich auf deine Teilnahme am 30. April am Lichterzug gegen Rechts. Denn nur gemeinsam können wir den Anfängen wehren und nur gemeinsam können wir in Österreich für ein Klima sorgen, das nicht durch Fremdenhass und Rassismus